leave us, just watch. Late night, I go. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play FIFA 16, den Karrieremodus mit Leicester City. Ha, nicht mehr mit Darmstadt 98, sondern mit Leicester City. Wir haben ja im letzten Part hier unsere Karriere begonnen. Ja, haben uns die Mannschaft mal ein bisschen angesehen, haben schon einen Spieler verpflichtet, den Tin Yedwai von Leverkusen, haben wir uns für 8,5 Millionen geholt. Ich habe euch dazu aufgerufen, mir Vorschläge in die Kommentare zu schreiben. Es waren mega viele Spielervorschläge. Also ich glaube, so viele Spielervorschläge hatte ich noch nie. Dafür erstmal ein riesen Dankeschön. Das ist die gute Nachricht, ja. Die schlechte Nachricht natürlich ist wieder, ich kann nicht jeden Spieler kaufen. Da ich muss auch ein bisschen aufs Geld gucken und auch ein bisschen meinem Bauchgefühl vielleicht nachgehen oder was für Spieler halt am besten für unsere Mannschaft wären, sage ich mal. Ne? Also wir haben jetzt noch so knapp, wenn ich mal das Gehalt noch ein bisschen rüber tue, auf 100.000 haben wir noch so circa 17 Millionen Transferbudget. Und wie gesagt, wir werden uns in diesem Part größtenteils damit beschäftigen, uns die Spieler mal anzusehen, die ihr mir geschrieben habt. Ja, wir simulieren jetzt nochmal kurz das Halbfinale vom European International Cup gegen Hoffenheim. Ja, schauen wir mal im Halbfinale auf ins Finale einziehen, noch ein bisschen mehr Kohle dazu kriegen. Ja, 1-0 Okazaki, 69. Minute, sehr schön. Jetzt stehen wir also im Finale, haben die Chance auf ein bisschen mehr Kohle. Ja, hier sehen wir das schon, 3 Millionen haben wir mehr gekriegt schon. So, noch zwei Abschlussberichte zu Niklas Süle, den hatten wir auch im letzten Part angefragt, und Joel Matip, aber ihr seht, beide sind zwar gut, ja, Joel Matip mit einer 81er Stärke, Niklas Süle mit einer 79er Stärke, aber beide kosten über 20 Millionen, das ist für uns nicht machbar. Das ist auch für Leicester City nicht machbar, da bräuchten wir nochmal eine Finanzspritze, aber sowas will ich nicht normal einsetzen, wie in Darmstadt, das kommt ein bisschen blöd, finde ich jetzt, also dann ist der Reiz irgendwie weg mit Leicester, sag ich mal. Oh, Finale gegen den ersten FC Köln, das simulieren wir auch nochmal, da gucken wir mal. Und dann beschäftigen wir uns mit den Spielern, weil ich habe nämlich eine ganze Liste voll. Ich habe mir mal so die Besten rausgeschrieben, wo ich meine, dass die uns verstärken könnten. Oh, wir haben leider verloren. Scheiße, gerade das Finale. Und wir haben Wes Morgan verloren. Also, ne, verletzungsbedingt. Jetzt fällt der nächste Innenverteidiger aus. Naja, aber apropos Innenverteidiger, ich habe euch ja gesagt, zum größten Teil Innenverteidiger, aber ihr konntet auch für jede andere Position natürlich einen Spieler reinschreiben. Gar keine Frage. Genau, ich gucke jetzt gerade mal, Wes Morgan, der wird Transferangebot für Riyad Mahrez. Ha, das können wir gleich mal ablehnen. 23 Millionen hätte Monaco geboten, aber das bringt mir ja nichts, wenn ich ihn jetzt verkaufe. Ich möchte mit ihm spielen. Ne, also, nur mal dazu. 3 Monate Wes Morgan, gebrochener Knöchel. Na, super. Gott sei Dank haben wir uns den Tin Yedwai geholt und sind unsere Innenverteidiger. Ne, Robert Huth ist noch verletzt, aber der war nur insgesamt 2 Wochen verletzt. Also der wird noch rechtzeitig fit. Moore ist, glaube ich, 3 Wochen oder so verletzt. Genau. Dann würde ich erstmal sagen, Wes Morgan. Ja, wer kann den Innenverteidiger spielen? Von den Leuten, die noch fit sind. Muss ich mal gucken, wer kann denn das? Wasilewski? Ja, da muss halt Wasilewski jetzt so lange ran. Uiuiui, wir haben noch nicht mal ein Saisonspiel gemacht und haben jetzt schon Verletzungssorgen. Also wie gesagt, jetzt schauen wir uns mal auf den Transfermarkt um. Wir gehen mal ein paar Spieler durch, wo ich meine, dass die für unseren Verein ganz gut sein könnten. Wie gesagt, nochmal tausend Dank an die vielen Spieler, die ihr in die Kommentare geschrieben habt. Aber es sollte euch auch klar sein, ich kann halt nicht jeden Spieler kaufen. Also ich meine, wenn ich die ganzen Spieler kaufen wollen würde, müsste ich bei Barcelona anfangen mit einer Finanzspritze dazu. Dann könnte ich mir vielleicht die ganzen Spieler leisten. Aber naja, ihr wisst ja, wie ich das meine, ne? Vielen Dank dafür. Ich weiß das sehr zu schätzen, dass ihr meine Videos schaut, dass ihr die Karriere verfolgt. Auf dem letzten Part übrigens mehr als 10 Likes, habe ich schon gesehen, über 50 Aufrufe. Vielen, vielen Dank dafür. Ich hoffe, das geht so weiter. Ja, wollte ich eigentlich schon ganz am Anfang sagen, habe ich irgendwie verpeilt. Okay, der erste Innenverteidiger, der mir auch ganz gut gefällt, das muss ich wirklich sagen, ist Carlos Zambrano. Ja, 26 Jahre, von Eintracht Frankfurt, Peruaner. Spielt, auch wenn Frankfurt noch ja, auf dem Abstiegsplatz steht, zu der jetzigen Zeit, wo ich hier aufnehme. Ich weiß ja nicht, wann das Video hier rauskommt. Ich denke mal, aber in naher Zukunft. Können wir mal beobachten und eine Anfrage stellen. Ich finde ihn gar nicht so schlecht. Klar hat er das ein oder andere Mal auch kleinere Aussetzer drin. Aber so im Großen und Ganzen ist das eigentlich ein sehr aggressiver Innenverteidiger. Ja, sehr zuverlässig. Gewinnt viele Zweikämpfe, viele Kopfballduelle auf jeden Fall. Ist auch nicht langsam. Ja, also perfekt geeignet für die Premier League eigentlich. So. Dann machen wir mal weiter mit dem nächsten Innenverteidiger. Das ist ja ein großes FIFA-Talent, ja. Jairo oder Jairo, spricht man den so aus, keine Ahnung. Riedewald auf jeden Fall. Ein Holländer, 1,82 groß, 18-jähriger Innenverteidiger. Ein aufregender Mann für die Zukunft. Beobachten wir auch mal und stellen ihm auch eine Anfrage. Ja, dann haben wir noch einen fürs Tor oder zwei Torhüter. Sagen wir mal zwei. Also wir suchen erstmal nach dem
einen Donnarumma würde ich gerne. Hier, Antonio Donnarumma. Nee, den nicht. Hier, Gianluigi Donnarumma, der 16-Jährige. Der wurde mir vorgeschlagen, Anfrage. Wahnsinn, oder? Dass er mit 16 oder 17 Jahren, ist er jetzt, glaube ich, ne? 17 oder 18 Jahre schon im Tor von AC Mailand steht. Ich meine, andere saufen sich Woche für Woche die Hucke voll und er steht halt beim AC Mailand mal im Tor. Ist gar nicht schlecht. So, dann habe ich noch einen Torhüter, und zwar ist das Paul Nardi. Den kenne ich persönlich gar nicht. Der spielt bei AS Monaco. Den können wir auch mal beobachten. Also, ich lerne sehr gerne auch neue Spieler kennen. Indem ich das Mikrofon auspegeln muss. Nein, diesmal nicht. Sah gerade so aus. So, dann haben wir noch einen für die Linksverteidigerposition. Das ist Marvin Plattenhardt. Sollte jedem Bundesligisten oder jeder, der die Bundesliga verfolgt, ein Begriff sein von Hertha. Spielt eine richtig gute Saison eigentlich. Hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Da waren wir bei Nürnberg, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Den haben wir einmal. Dann haben wir nächstes Sturmtalent oder Mittelfeldtalent aus Deutschland, Julian Brandt, ja, 19 Jahre alt, Leverkusen, können wir auch alle beobachten. Haben wir noch Zeit dazu und dann müssen wir uns halt mal irgendwann entscheiden. Und dann haben wir noch Divock Origi von Liverpool, ja, als Stürmer. Wäre quasi aus unserer eigenen Liga, also würden wir eigentlich einen Konkurrenten leer kaufen, so gesagt. Also wir würden einem Konkurrenten einen guten Spieler wegnehmen. Ob das funktioniert, weiß ich nicht. Ich versuch's einfach mal. Die restlichen Spieler, also ich kann euch ja mal die Namen sagen, die wir noch hatten. Wir hatten Joshua Kimmich, wir hatten Ihina Chao, wir hatten Rüdiger, wir hatten Václav Cutlets wieder, wir hatten Kai Eihahn, Walcott, wir hatten Phil Jones, wir hatten Gary Cahill, wir hatten Leroy Sané und. Da waren noch ziemlich, ziemlich viele, aber ich habe mich jetzt mal für die besten, also meiner Meinung nach besten Spieler entschieden und hab nach meinem Bauchgefühl entschieden und jetzt schauen wir einfach mal, was hier Sache ist. Ich weiß gar nicht, wann spielen wir denn das erste Spiel? Da habe ich noch gar nicht geguckt. Ich glaube, da dürfte es auch bald soweit sein. Den Juli haben wir noch. Und da, am 8. August geht es schon los. Also wir haben gar nicht mehr so lange Zeit. Wir haben noch die eine Woche, ja. Zweieinhalb Wochen, würde ich sagen. Dann geht es los zu Hause gegen Sunderland, ja. Dann auswärts bei West Ham geht es dann weiter. Dann zu Hause gegen die Tottenham Hotspurs. Und der August wird komplettiert mit dem Auswärtsspiel beim Aufsteiger AFC Bournemouth. Werden sehr spannende Auftaktspiele, aber wir warten jetzt erstmal ab. Wir warten jetzt mal die ganzen Transfers da ab. Da kriegen wir schon Nachrichten, ihre Anfrage. Jetzt gucken wir mal. Also Anfrage, Zambrano, 12,5 Millionen. Okay, machen wir mal weiter. Riedewald auch 10 Millionen. Ist klar, dass wir ein bisschen was hinbuttern müssen, gar keine Frage, aber ne, nicht so, wenn es in die unmöglichen 15 bis 20 Millionen Beträge geht. Das können selbst wir uns nicht leisten, müssen wir mal ganz ehrlich sagen. Dann Donnarumma. Da er erst seit kurzem für unseren Verein tätig ist, haben wir im Moment kein Interesse. Na, da haken wir gleich nochmal nach. Marvin Plattenhardt auch 10,5 Millionen. Julian Brandt 15,5 Millionen. Divock Origi 12 Millionen Euro. Also ihr seht, die Spieler, die wir bislang angefragt haben, sind nicht ganz billig, sag ich mal. Also Jairo Riedewald, das soll ja ein Riesentalent sein. Das habe ich mir sagen lassen. Aber wie gesagt, wir müssen halt ein bisschen Geld hinblättern. Oder wir machen einen Spielertausch. Wir gucken mal, wen wir dafür abgeben können. Wes Morgan würde ich gerne noch behalten. Der wird ja eh wieder fit. Aber vielleicht halt so ein Innenverteidiger hier zum Beispiel. Liam Moore ist zwar gerade verletzt, aber wir können es ja mal versuchen. Liam Moore und dann bieten wir nochmal... wie macht man das denn? Ich habe das so selten gemacht. Ich mache sehr selten Tauschgeschäfte, deswegen, ich mache entweder gleich kaufen, ja, für den vollen Preis oder halt leihen irgendwie. Wir machen erstmal um die 8,5 Millionen. Wir machen mal 8,5 Millionen und Moore für Riedewald. Zambrano 12 Millionen, 12,5 Millionen ist natürlich schon eine heftige Hausnummer, aber er ist ja mit der Beste, würde ich sagen, ne? Also wenn man die beiden jetzt mal vergleicht, Riedewald, der kann sich natürlich noch gut entwickeln, der wird später ein richtiges Monster, ne, in so 2-3 Jahren oder in 3-4 Jahren. Zambrano ist schon auf einem hohen Level, müssen wir ja sagen. Also, Gianluigi Donnarumma, fragen wir trotzdem einfach mal nach. Wir können ihn ja erstmal leihen. Wir versuchen ihn mal zu leihen für ein Jahr und dann schauen wir mal, was der AC Mailand sagt. Wir gucken mal weiter. Marvin Plattenhardt auf der Linksverteidigerposition, Brand fürs Mittelfeld, Divock Origi. Da schaue ich jetzt gerade nochmal nach, wie das bei uns aussieht. Spieler verkaufen. Wen haben wir denn vorne? Also wir haben Vardy, wenn er fit ist. Wir haben Uloa, der hat nur eine 73, würde ich mal sagen. Stankevicius, ist das ein Jugendspieler? Wird er noch was?
Gut, bei ihm zum Beispiel läuft der Vertrag aus. Den können wir mal auf der Transferliste setzen, da ist der schon mal weg. Vielleicht. So, Okazaki, ne, den müssen wir auch behalten. Lawrence ist verliehen an Cardiff City. Ja, Kramaric, auch ein richtig guter Spieler. Eigentlich ist nach Hoffenheim verliehen. Ja, 4,1 Millionen könnten wir zurückholen und dann irgendwie teuer verkaufen. Dann haben wir noch Fox, Nachwuchsspieler. Das sind halt hier die ganzen Nachwuchsspieler, ne? Jacob Blyth ist verliehen an FC Blackpool, Bailey. Dann gucken wir mal ins Mittelfeld. Wir haben Barnby, Watson, das sind die ganzen jungen Spieler. Ledley King, glaube ich, oder halt, ne? King, 26 Jahre, hat nur eine 70er Stärke. Also den könnten wir auch für ein bisschen Geld noch loswerden. Dann haben wir natürlich N'Golo Kanté mit der beste Spieler aus unserem Verein. Ist auch erst gewechselt zu Leicester City. Dann James, ist wahrscheinlich auch ein Jungspieler. Matty James, 23 Jahre alt. Hammond Drinkwater ist auch mit einer der besten aus dem Club. Chuturi, oh Gott, was hat der denn für die Frisur? Der sieht geil aus. Sieht so aus, als hätte er gerade in eine Steckdose gefasst oder so. Krass. Krass, wie manche Leute einfach aussehen. So, dann haben wir noch Daniel Amati ist ein Ghana, ist glaube ich. Ich meine von Lyon. Das sieht so aus, als hätte der mal bei Lyon gespielt. Aber ich kann mich auch total täuschen. Aber er ist erst 20, ja, und zeigt auch großes Potenzial. Also da hätten wir schon mal einen fürs Mittelfeld. Dann Inla ist auch in spätestens fit in 4. Ja, was 4? Wochen? Monaten? Jahre? Also ich denke mal 4 Wochen wieder fit. Haben sie ja auch geschrieben, der Arzt, ne? Der wird bis zum Saisonstart wieder fit. Dann haben wir natürlich Mahrez. Unverkäuflich, habe ich schon gesagt. Der hat eine 80er Stärke, 24 Jahre alt. Ja, ist, glaube ich, der beste Spieler von der Gesamtstärke her. Dann haben wir Nathan Dyer. Ja, der hat mal bei Swansea gespielt. Ach, der ist verliehen an Swansea? Ach, den haben wir geliehen. Oh, mein Gott. Stefan, les erstmal, was da steht. Also, der ist geliehen von Swansea. Ja, für 4 Millionen oder so, keine Ahnung. Dann haben wir Joey Dodo. Ist auch wahrscheinlich ein Nachwuchsmann, können wir auch noch verschäbeln. Gray ist auch ein Nachwuchsmann, zeigt auch großes Potenzial. Also wir haben die Jugend, haben wir bei uns. Wir haben wirklich gute Jugendspieler, die müssen wir halt gut entwickeln. Also ich meine, da müssen wir uns auch mal ein bisschen was trauen. Also im Mittelfeld brauchen wir, glaube ich, niemanden mehr. Da könnten wir ja auch ein bisschen was in Riedewald investieren und auch in Divock Origi würde ich dann machen. Weil im Sturm gehen wir mal vom Worst Case aus, Wadi verletzt sich und Okazaki verletzt sich. So, dann haben wir Oloa, wir haben Stankevicius, wenn er noch da ist, wir haben Fox und wir haben Bailey. So, das war's. Deswegen im Sturm ist mir das so ein bisschen riskant. Wir haben auch 43 Spieler, Alter, das musst du dir auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Welche Mannschaft hat denn 43 Spieler in ihrem Kader, ey? Na gut, aber da sind halt die ganzen Jugendspieler mit inbegriffen, ne, die wir verleihen könnten. Also ich würde sagen, wir kaufen Riedewald und Divock Origi, habe ich jetzt so spontan beschlossen, weil die beiden sind vielleicht, und auch ein Ersatztorwart. Und natürlich noch ein Ersatztorwart. Nardi oder Nardin, wie der ausgesprochen wird, keine Ahnung, der kostet nur 6,5 Millionen. Ich weiß leider nicht, wie stark der wird, aber ich vertraue euch mal. Ich werde auch ihm mal ein Angebot machen. So, dann warten wir jetzt mal die ganzen Angebote ab. Also wir haben Riedewald, wir haben Gianluigi Donnarumma ein Leihangebot, Nardi zum Kaufen und wir wollen auch noch Divock Origi, 12 Millionen. Da bin ich aber der Meinung, dass wir den nicht bekommen. Falls nicht, halten wir nochmal nach einem anderen Stürmer Ausschau. Wen hatten wir denn noch hier? Brand, wie gesagt, können wir dann leisten. Oder Iheanacho halt wirklich. Der entwickelt sich halt auch richtig schnell. Den können wir nochmal mit raufnehmen. Da ist er schon. Kelechi Iheanacho, 18 Jahre. Jetzt ist er, glaube ich, noch nicht so teuer. Und jetzt können wir ihn uns auch noch leisten, so halb leihen für 20.000, ist nicht viel. Ich leihe den mal für 2 Jahre oder ich mache halt mal ein Angebot, ja. Zur Not nehmen wir ihn halt. Jugend forscht, habe ich auch im letzten Part, glaube ich, gesagt. Ich setze auf die Jugend, ja. Es ist irgendwie viel, viel cooler, wenn man so junge Spieler gut macht, als wenn man mit guten Spielern halt schon spielt und die möglicherweise noch ein bisschen schlechter werden. So, gucken wir mal. Also, da haben wir doch schon mal gute Neuigkeiten. Wir haben Ihre Anfrage bezüglich der Ausleihe von Gianluigi Donnarumma geprüft. AC Mailand hat sich entschieden, ihn nachzukommen. Also, ein Jahr Leihdauer, 15.000. Ja, was machen wir jetzt? Holen wir ihn? Oder warten wir auf das Angebot von dem von Monaco? Nardi, keine Ahnung. Da warten, ja, das ist jetzt die Frage. Was machen wir? Oder wir holen beide. Oder wir holen beide einfach. Nee, das hat keinen Sinn. Also, da mache ich nochmal zögern. Da mache ich nochmal zögern.
Da können wir, ah, guck mal, die haben unser Angebot schon mal angenommen. Wir machen hier wichtiger Stammspieler und bieten da einfach ein bisschen mehr Gehalt. So, hier können wir auch mal ganz hoch machen, das ist auch uninteressant, aber ist okay. Haben wir doch mal gut verhandelt, ne? Liam Moore, hätte ich gar nicht gedacht, dass wir das so gut hinkriegen. So, jetzt gucken wir mal weiter, vielleicht schaffen wir es ja bis kurz vorm ersten Spieltag. Nkelechi Iheanacho, alter. Die drei nehmen an? Oh, jetzt muss ich überlegen. Also, Nardin oder... Okay, also ihn holen wir uns auf jeden Fall erstmal. Kelechi Iheanacho. Ah, nee, Quatsch, warte. Da wollte ich zögern machen. Den wollte ich erstmal annehmen. Sehr geil. Haben wir schon mal Transferbudget gespart. Und bei ihm eigentlich auch. Da bin ich jetzt nur am Überlegen. Holen wir ihn oder Nardin? Ich weiß halt nur nicht, wie gut die werden. Also bei ihm weiß ich nicht. Bei Donnarumma hätten wir halt ein bisschen beobachten lassen müssen. Da mache ich nochmal zögern. Da möchte ich ganz gerne den Bericht vielleicht abwarten. Monaco, 6,5 Millionen. Ich meine, der kann nicht so schlecht sein. Wenn der mit 21 Jahren schon Marktwert von 6,5 hat, der kann nicht schlecht sein. Der kann auch nicht viel schlechter werden. Möchte ich mal sagen. Also da können wir können ja mal ein Angebot machen. So, wir bieten ihm mal hier. Wir machen auch Rotationsspieler, 35.000 Gehalt. Wir können ja erstmal schauen, was sie sagen. Ne? Und dann gucken wir mal weiter. Divock Origi hat auch angenommen. Also, boah, leck mich am Arsch, ey. Dann machen wir auch mal wichtiger Stammspieler, bieten hier einfach mal 72.000. Also wir haben jetzt mal 3 bis 4 Spieler, dann haben wir mal ein Angebot gemacht. Und dann gucken wir einfach mal noch in diesem Part. Wir simulieren mal, dann wird der Part halt wieder ein bisschen länger. So, akzeptiert. Aktuell ist das England. Also ihn würde ich sagen, den brauchen wir auf jeden Fall. Also, Riedewald. Nächster Neuzugang. Dann ist natürlich immer noch Gianluigi Donnarumma. So, Divock Origi. So, dann würde das Geld nicht reichen. Da haben wir es nämlich schon. Dann würde das nämlich nicht reichen. Aber wenn wir das Gehalt hin und her schieben, glaube ich, dann würde das funktionieren. Aber da ist jetzt die Frage. Wir bräuchten eigentlich auch noch einen Torhüter. Ich meine, Marc Schwarzer ist auch in die Jahre gekommen. Ne, würde ich mal sagen. Also, jetzt ist die Frage. Ich glaube, wir holen ihn. Wir holen Gianluigi Donnarumma. Müssen Nardin dann leider eine Absage erteilen, wenn es dann soweit ist. Angebot akzeptieren, Paul Nardin. Müssen wir leider ablehnen. Wir haben leider schon einen anderen Torwart. Müssen wir leider so machen. So, jetzt können wir ja noch Divock Origi. Würde das denn gehen? Nein, leider nicht. Leider fehlen mir die finanziellen Mittel. Schade. Das wäre natürlich nochmal ein Hammer gewesen. Also, jetzt stellen wir erstmal die Mannschaft um. Wir begrüßen neu... Wen begrüßen wir denn hier? Wo haben wir den denn? Da haben wir erstmal Riedwald. Oh, der hat schon eine 75. Richtig geil. Oh ja, der hat schon richtig gute Werte. Also vielen Dank an denjenigen, der das geschrieben hat. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. So, dann haben wir hier Donnarumma. Ihr müsst euch das mal auf der Zunge zergehen lassen. Der ist 16 Jahre, 16 und hat schon eine 73er Stärke. Marc Schwarzer, wenn wir das mal hier vergleichen, ist 42. Also das ist wirklich, ja, jung gegen alt. Jung gegen alt tauscht man da aus. Ja, beide sind ungefähr gleich groß. Donnarumma ist 2 cm größer, ist auch 5 Kilo leichter. Weil ja klar, ist noch 16 Jahre, aber... Er ist ein akrobatischer Torhüter, ja. Schwacher Fuß, 3 Sterne, Spezialbewegung. Okay, brauchst du eh nicht als Torwart, aber... Okay, also kommt schon mal Donnarumma auf die Bank, genauso wie Kelly Iheanacho. Und zwar für... Gray. Erstmal. So, dann würde ich sagen, haben wir noch eine ganz gute Reservebank. Rechtsverteidiger wäre natürlich nochmal cool. Ah, Hut ist wieder fit. Dann können wir, warte mal, kann Riedwald auch... Jetzt bin ich am Überlegen. Wenn Riedwald auch Rechtsverteidiger spielen kann, haben wir unseren neuen... Ja, der kann das. So, dann spielt der Außen, Hut spielt Innenverteidiger, Simpson kommt für King und dann haben wir das noch ganz gut geregelt bislang. Die Reservespieler, okay. Wie gesagt, das sind halt Spieler, die werden halt zum größten Teil nicht zum Einsatz kommen, würde ich mal sagen. So, dann würde ich sagen, spulen wir mal vor bis zum ersten Spieltag, dass wir im nächsten Part noch den, oder schon den ersten Spieltag machen können. So, hier haben wir schon mal Simonas Stankevicius, geht ab nach Barnet. Tschüss, mach's gut, viel Glück für die weitere Karriere. Und dann würde ich sagen, ja, gehen wir gleich nochmal ins Training rein. Und zwar jetzt eine Woche vor Spielbeginn. Wird's also spannend. Gray, da nehmen wir mal unseren Torhüter mit rein. Hier, Donnarumma, den müssen wir fördern. Der wird noch richtig, richtig geil. So, Amati auf jeden Fall fördern, Schlupp fördern, Wadi. Haben wir da nicht jetzt Riedwald? Können wir doch auch machen. Hier, Riedewald und Jetwei, würde ich sagen. Ne? Dann nehmen wir mal N'Golo Kante mit raus, obwohl der auch noch vielversprechender Spieler ist. Aber, ne, ihr wisst, was ich meine. So, Tinjetwei rein. So, leicht. Und dann haben wir doch in diesem Part... Oh, nee, warte. Natürlich muss auch trainiert werden. Da kommt man nicht drum rum. Also, ich bedanke mich schon mal bei euch fürs Zuschauen. Das war's für diesen Part. Ja, wir haben viel auf dem Transfermarkt gemacht. Ich möchte mich nochmal ganz zum Schluss
bedanken für die ganzen Spielervorschläge und seid nicht traurig, wenn ich euren Spieler nicht gekauft habe. Es ist, wie gesagt, es hängt ein bisschen vom Geld ab. Ich muss gucken, wo wir wirklich Verstärkung brauchen. Ja, ich meine, die Spielervorschläge geben mir ja so einen kleinen Anreiz, sag ich mal, so eine kleine Anregung. Spieler ist ausgerührt, das wird ein Gökhan Inler sein, bin ich der Meinung. Ja, Gökhan Inler, dann können wir den auch wieder mit einplanen in unsere Mannschaft. Gökhan Inler, aber der bleibt erstmal auf Reserve, würde ich sagen. So, dann gehen wir nochmal kurz die ganzen Abschlussberichte hier durch. Julian Brandt, 76, 15 Millionen Euro. Hätten wir uns zwar leisten können, aber wäre zu viel gewesen. So, Marvin Plattner, 10,5 Millionen hätten wir uns auch leisten können. Aber dann hätten wir uns keinen weiteren Spieler mehr holen können. Zambrano ebenfalls, Holger Batschuber hatten wir schon im letzten Part. Wen hatten wir denn noch hier? Plattenhardt, aktuell aus Deutschland, verkauft. Okay, Barnett, das hatten wir ja schon. So, und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, ja, lasst eine Bewertung da, lasst ein Abo da und schaltet beim nächsten Part wieder rein, wenn wir dann ins erste Saisonspiel reingehen, zu Hause gegen den AFC Sunderland oder FC? Nee, ich glaube, AFC Sunderland heißen die. Ja, also, macht's gut, haut rein und ciao!